Die internationale islamische Gemeinschaft in Reutlingen hat gestern zu den Wochen gegen Rassismus eingeladen. Es gab verschiedene Vorträge. Professor Ahmed Karim von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen referierte beispielsweise über das Thema »Fördert der Islam Gewalt?« und regte danach zur Diskussion an. Ein anderes Thema: »Mord im Namen Gottes, legitimieren Bibel und Koran Gewalt und Terror?« Auch die Integrationsbeauftragte der Stadt Reutlingen, Sultan Braun, war anwesend.